Wieder auf die Weltkarte gucken. Keine Geheimagenten, sehr gut. 3200 alle 60 Sekunden. Ist denn ja echt nur eine Frage der Zeit. Oh, und was haben wir denn da? Ein Mafia-Ermittler. Du? Nein, 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 hoch, verklickt, verklickt, verklickt. Ganz böse verklickt. Du, Schwächen. Du, Schwächen. Wenn jetzt der Bedienstete endlich mal da rangeht. Ja, richtig. Die laufen aber hier durch und nicht zu der Tür. Wie kann ich das noch anders hinbekommen, dass die Leute immer dahin laufen? Die Tür da vielleicht wegnehmen? Ja, hier drin ist nichts Verdächtiges. Da ist eine Einsertür, also könnten sie das auch ignorieren. Aber die geht immer gleich auf. Ne, muss definitiv wieder auf 2 zurückgestellt werden. Und die müssen jetzt eh sterben, weil sie was gesehen haben, was sie nicht sehen sollten. Kane. Zack. Und dich auch noch bitte. Und da kommt der nächste Ermittler. Ja, nee. Ich bin jetzt gerade echt am Hadern, ob ich nicht vielleicht doch neu anfangen soll. Weil das mit der Tür hier irritiert mich, dass ich nicht das hinbekomme, dass sie so gehen, wie ich es gerne hätte. Den kannst du auch schon mal umbringen. Fallen. Wir könnten hier vorne gleich Fallen hinbauen. Aber ne, ich teste das mal. Ich setze mal diese Tür hier einfach nur auf. Ich setze sie mal auf 4. Dann werden die sogar bewacht. Obwohl wir keine Wachen haben. So, du bringst den da um. Sehr gut. Also, es kommt ein neuer Ermittler rein. Er geht nicht durch die Vierertür. Komm schon, du willst da rein. Nein, 3 ist mir auch zu viel. Okay, 2. Komm schon. Der Tresorraum ist ein riesiger Safe, in dem ihr Geld in der Form von Goldbarren und Geldkoffern gelagert wird. Sie sollten sich einen neuen Tresorraum tief im geschützten Innern des Berges errichten und den alten, leicht angreifbaren Tresorraum außerhalb zerstören. Jo, haben wir gemacht. Gut, die Tür funktioniert nicht. Wir haben es jetzt so hinbekommen, also wenn wir die auf 4 setzen, dann gehen die da nicht rein. Das ist ihnen zu hoch. 3 ist ja anscheinend auch zu hoch und selbst 2 ignorieren sie. Vielleicht, weil der Korridor keine Verbindung hat. Das heißt, ich baue jetzt hier Korridor hier hin. Hoffentlich funktioniert die Mechanik dann ein wenig besser. Bauen. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. So, die beiden haben noch keine roten Striche drunter, das ist gut. Lord Kane ist in Bereitschaft. Was machst du mit dem... Achso, ich wollte gerade sagen, was zur Hölle machst du mit der Leiche hier in der Kaserne, aber... So, du stirbst. Oder auch nicht. Das sind alles Erfahrungspunkte, was soll's. Komm schon. Du, darauf. So, du, darauf. Gibt es auch Geld? Hätte gerade schwören können, hätte irgendwie so Goldmünzen aufgeblinkt oder so in der Richtung. Wäre natürlich sehr schick. Aber gut, also da ist 2, da ist 2, da ist 1. Und die Sprengung hier wird noch ein wenig dauern, vor allem muss ich das erstmal anschalten. So, 13.000, das ist schon mal sehr gut. Wir haben immer noch 8 Leute da, immer noch keine feindlichen Agenten. Sehr schön, es geht aufwärts. Aber wir haben ja auch zigtausend Sachen zum Kaufen. Die können hier alle schön bleiben. Nee. So, was sagt die Minimap? Die Minimap sagt, da kommen welche an. Was zur Hölle seid ihr? Pause. Pampers-Einbrecher. Nee.
Die verhalten sich, glaube ich, auch anders als die Ermittler. Heißt, man muss das vorher so planen, dass man einen Einweg hat für die Einbrecher, einen Einweg für die Ermittler. Dich schicken wir schon mal ein bisschen. Na, obwohl doch, hier ist ganz gut. So. Wir haben jetzt die Sachen, die wir zum Ausbilden brauchen. Haben wir jetzt also auch schon die Leute, die wir brauchen. Ein Techniker fehlt noch. Also bildet er jetzt den da aus. Sehr gut. Hat er da eine coole Brille, die er aufhat. Und das sollte er bestimmt nicht trinken. Na gut, das dauert eine Weile. Dann haben wir auch zwei Techniker zum Reparieren. Auch wenn hoffentlich demnächst nicht wieder irgendwas in die Luft fliegt. Komm schon, gib mir den Korridor. Wo ist der Mann mit dem Sprengpulver? Der hat nur einen Geldkoffer. Ich will Dynamit sehen. Nö, kein Dynamit. Und die krebsen hier immer noch hin und her rum. Die sind echt komisch, die Jungs. Oder Mädels. Jo, Mädels. Aber jetzt, wo wir zwei von diesen Bediensteten haben, die verwirren können, versuche ich jetzt mal, die schon mal vorsichtshalber zu markieren. Das heißt, sobald sie die Basis betreten, müsste eigentlich einer von denen loslaufen. Kammerdiener. Die arbeiten aber irgendwie immer hier in der Kommandozentrale. Ups. Da hat sich jemand übertrieben. Das schalten wir mal eine Stufe zurück. Ich würde gerne einstellen können, dass die Kammerdiener nicht hier arbeiten, sondern dass sie sich halt nur um die Eindringlinge kümmern. Aber das geht wohl nicht. So. Touristen laufen wieder dahin, wo sie nicht sollen. Oh, ich höre eine Sprengung. Sehr gut. Jetzt brauchen wir Ermittler. Und dann gucke ich, ob das endlich klappt. Wenn ja, hätten wir da was dazu gelernt. Wenn nicht, haben wir einfach nur Geld verschwendet. Und Platz. Die Gefängniszellen sind leer. Wir haben 18.000. Dann baue ich doch mal einen Verhörstuhl. So. Er repariert fleißig die Sachen hier. Sehr schön. Und fast alle sind voll. Ich glaube, ich muss noch so einen davon bauen. Aber nee, das kann warten. Oh, ich sehe hier oben einen roten Punkt. Ein erbärmlicher Alibi-Ermittler. Der will aber gar nicht reinkommen. Wenn man sie mal haben will, dann kommen sie nicht. Oh. Ich wollte gerade sagen, alternativ könnten wir diese Tür auch zu einer Vierertür machen. Dann müssen alle, also auch unsere Bediensteten, hier durchlaufen. Aber die Bediensteten lösen das Ding da gar nicht aus. Da müssen wir mal gucken. Damit können wir weiter rum experimentieren. Jetzt hätte ich aber gerne erstmal ein Testsubjekt. Können wir die irgendwie absichtlich bei uns reinlocken? Keine Ahnung. 16.000. Oh. Wie viele sind tot? Ah, viele. Ihr müsst alle weg nach Hause. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Wir haben locker 20.000 verdient. Haben jetzt schon mal einen kleinen Puffer. Wirklich einen ganz kleinen Puffer. Aber alles besser als nichts. Was haben wir hier eigentlich noch? Ihre Bediensteten sind kriecherische Lakaien, die arbeiten, bis ihre Werte auf Null sinken und sie vor Erschöpfung umfallen oder nicht mehr können. Wenn Sie wollen, dass Ihre Bediensteten effektiv arbeiten, müssen Sie verschiedene Objekte zur Verfügung stellen, mit denen Ihre Bediensteten ihre Werte wieder auffrischen können. Die Loyalität Ihrer Bediensteten lässt sich aber nur wiederherstellen, wenn Sie diese an Verhören teilnehmen lassen, Beutestücke platzieren oder sie in Ihren Einflussbereich lassen. Andererseits können Sie sie auch einfach exekutieren und sich ein paar neue Bedienstete besorgen. Okay. Die Streitkräfte der Gerechtigkeit schicken bisweilen verschiedene Klassen von Agenten, um ihre Basis zu bespitzeln. Da gibt es Schnüffler, die nach belastenden Beweisen Ausschau halten. Lassen Sie sie keine Fotos von Objekten machen, die Wut auslösen. Dann gibt es die Agenten, die versuchen, Gegenstände, die sie erbeutet haben, von ihnen zurückzustehlen. Und dann sind da noch die Agenten, deren einziger Lebenssinn darin zu bestehen scheint, sie und ihre gesamte Organisation vom Angesicht der Erde wegzufegen. Drei Typen also. Okay. Räume können Sie in jeder beliebigen Form bauen. Sie sollten einen zwei Felder breiten Eingang freilassen, um dort später eine Tür einbauen zu können. Denken Sie daran, dass Sie den Bau von Objekten bereits in Auftrag geben können, auch wenn sich der Raum selbst noch in der Planungsphase befindet.
In der Regel sollten Sie wichtige Räume wie den Kontrollraum tief im Innern Ihrer Basis errichten, wo Sie geschützt sind. Bauen Sie Eingänge in der Nähe von Depots, um die Effizienz beim Kaufen von Objekten und Bauen von Räumen zu steigern. Hat die gerade gesagt, man kann den Eingang versetzen? Ich konnte keinen Eingang bauen, der war von vornherein da. Kann man hier noch einen Eingang bauen? Also nicht, dass ich es will, aber... Draußen vielleicht? Eingang zur fiesen Basis. Drehen? Nee, so war schon richtig. Ja, wir könnten einen zweiten Eingang bauen. Ja, bringt uns das jetzt was? Das würde die ganze Planung noch mehr durcheinander bringen. Aber okay, gut zu wissen. Das kommt erstmal weg. Oh, ein Video haben wir noch. Ein Video ohne Ton. Feindliche Agenten erscheinen als rote Punkte auf der Minikarte. Ein Klick mit der linken Maustaste zeigt Ihnen den gewählten Spielausschnitt. Der globale Alarmbutton versetzt Ihre Basis in Alarmbereitschaft. Bei Alarmstufe Gelb bewaffnen sich Ihre Bediensteten in der Waffenkammer, was leider zu verängstigten Touristen führt. Bei Alarmstufe Rot greifen Ihre Bediensteten jeden Agenten sofort an, egal ob markiert oder nicht. Die Stromanzeige gibt an, wie viel Energie Sie produzieren und wie viel Sie verbrauchen. Übersteigt der Stromverbrauch die Stromproduktion, schaltet sich Ihre Basis ab und Sie sind schutzlos. Der Zahlen-Daten-Fakten-Bildschirm ZDF gibt Ihnen wichtige Informationen darüber, wie effizient Ihre Basis läuft. Hey, das sollten wir vielleicht mal machen. ZDF. Bedienstete verloren 9, Agenten eliminiert 34, Touristen eliminiert 4, Agenten in Haft 10, Touristen in Haft 2, verhört 6. Insgesamt erreicht 424.000. Haben wir schon mit 220.000 oder so angefangen? Mittelfristig? Langfristig? Das Rosa, da sind wir recht gut. Arbeitende Bedienstete. Okay. Bedienstetenstatus auf der Insel. Freunde 23, Gegner 12. Beute erhalten. Na gut. Immer noch keiner drin, aber unsere Bediensteten benutzen jetzt auch den anderen Korridor hier. Komm schon, ich will einen Ermittler haben. Irgendjemanden... Oh, das ist ein Techniker. Haben wir inzwischen wieder Maximalbesetzung? Fast. Also können wir wieder jemanden rausschicken. Wir hätten gerne... nochmal so ein 9er, 7er. Die funktionieren ja ganz gut. Und da schicken wir diesmal ruhig wieder 8 hin. Wenn die sterben, holen wir uns aber neue. Kostet ja nichts. Richtig? Richtig. Wir sind hier eben fiese Genie und kein netter Kommandant. Wir wollen Geld verdienen. Die legen wieder los. Schon haben wir keine mehr in den Computern. Und wir haben echt irre viel Platz hier. Aber na gut. Wir haben 23.000. Das verballere ich jetzt erstmal. Wir hätten gerne einen Spind. Der Lautsprecher da ist ein bisschen doof. Aber da kann einer hin. Da kann einer hin. So, eine ganze schöne Reihe. Das Ding da wird bitte bewegt. Und zwar ruhig da an die Wand. Du. Drehen. So. Und die Einbrecher kommen rein. Die wollen anscheinend nur unser Geld haben. Das heißt, wir wissen, wo sie langlaufen. Zur Schatzkammer. Eindringlinge. Ja, richtig. Die werden, glaube ich, nicht zur Vierertür laufen. Sondern die werden den einfachsten Weg wählen. Also setzen wir die Tür jetzt mal auf 4. Und die Tür da auf 1. Leertaste. Das heißt, auch unsere Leute können jetzt nur da raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will sehen, dass die Giftgasfallen funktionieren. Also nicht bei unseren Leuten. Vor allem auch, dass die Verbindungen funktionieren, die ich da gemacht habe. Mit diesen blauen Kreisen. Das konnte ich immer noch nicht testen. Oh. Hat die jetzt schon keine Intelligenz mehr? Doch. Schaut genauer hin. Dum, 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 dum. Sehr cool.
So, und die gehen zu den Fallen hin. Komm schon. Die Tür ist offen. Ihr wollt reingehen.